Hallo. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can't help the way I feel for you. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in an endless fight like every night. It still feels right. Even the words can't speak. I wanna change a thing. Cause without you, everything means nothing. You make me lose. By the phone, hoping you'll answer yours. Baby, let's talk until we're fine. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Wie du sehen kannst, geht es heute wieder um ein Unboxing. Ja, und dann haben wir hier auch das schöne kleine Paket, was ich gerade vom UPS-Fahrer entgegengenommen habe. Und das werden wir jetzt gemeinsam aufmachen. Und mal schauen, was da so drin ist. So, und diesmal bin ich ein bisschen schlauer, dass ich das nämlich hier an diesem kleinen, an dieser kleinen Linie aufreiße, damit ich nicht den gesamten Karton zerstören muss. So, das haben wir schon mal. Und dann klappen wir das auf. Andere Seite auch. Und dann sehen wir schon, was wir da Feines bekommen haben. Das ist die neue DJI Pocket 2, brandneu aus Shenzhen in China geliefert worden, gerade heute. Da haben wir das gute Stück. Ja, da hatte ich mich schon sehr drauf gefreut, auf die Pocket 2, die angekündigt wurde vor einiger Zeit. War ich mir erst noch etwas unschlüssig, da ich ja auch die Pocket 1 habe, ob sich das für mich lohnt. Dann dieses Update auf die Pocket 2 zu machen. Aber nachdem ich mich, wie gesagt, mit den technischen Spezifikationen etwas eingehender beschäftigt habe, denke ich schon, dass sich das lohnen wird. Und für meine Videos auf jeden Fall auch. So, okay, dann wollen wir sie gleich mal aufmachen. Das Ganze ist recht übersichtlich, wieder mal. Werde ich mit dem scharfen Messer hier einfach mal so reinritzen und die Folie entfernen. So. Genau. Die Plastikfolie abgenommen und dann müssen wir ja eigentlich das nur hier anheben, diesen kleinen Deckel. Dann sollten wir, das habe ich schon den Karton etwas beschädigt. Das geht immer schnell. Ich hätte mir ja gewünscht, dass das mehr so zum Aufschieben ist, das Ganze. Aber das hat nicht funktioniert. Na gut, jetzt ist der Karton sowieso schon in Mitleidenschaft gezogen. Das haben sie ein bisschen schlecht gemacht. Ich glaube, das war auch nicht das Optimale, so wie ich das jetzt hier gerade versuche zu öffnen. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden. An der Seite ist eine Lasche. Die braucht ihr einfach nur hochzuheben und dann öffnet sich das Ganze. Also ist es nicht nötig, oben daran rumzureißen und rumzufummeln. Dadurch habe ich meinen schönen Originalkarton hier live vor der Kamera ein bisschen zerstört. Aber das soll uns jetzt auch nicht weiter aufhalten. Ja, die Osmo Pocket 2. DJI Pocket 2 heißt sie ja jetzt. Das Osmo ist weggefallen aus dem Namen. Holen wir es immer hier raus. Was haben wir dann noch? Ein kleines Kartönchen. Machen wir das auch mal auf. Und dort finden wir dann erstmal den Anschluss für das Telefon, für den Kontrollmonitor. Und so.
Ach nee, das ist der kleine neue Joystick, den es jetzt extra für die Pocket 2 gibt. Den haben wir hier. Der wird dann da auch aufgesteckt. Und hier ist es da drin. Mal mit roher Gewalt alles öffnen. Das geht immer noch am besten. Wie ich ja gerade demonstriert habe. So, und das ist der neue Mount für das Stativ. Der ist mit dabei. Da steht lustigerweise dann tatsächlich Osmo drauf, obwohl das ja gar nicht mehr im eigentlichen Namen vorkommt. Ist ja nur noch DJI Pocket 2. Gut, das ist der Mount, dann haben wir das auch. Hier sind dann halt noch die üblichen Quickstart Guides mit dabei und Warranty. Es gibt sogar einen schönen Aufkleber, ja, zwei schöne Aufkleber von DJI fürs Auto oder die Haustür oder whatever. Und dann haben wir hier die eigentliche Pocket 2, DJI Pocket 2. Das mal öffnen. Das ein wenig zur Seite. Okay, die neue Schale für die Aufbewahrung. Sieht sehr wertig aus. Unten ist halt auch noch ein kleinen Stativmount. Wenn ich die jetzt einfach hier mal so rausziehe. So, sitzt alles ziemlich tight, ziemlich fest da drin. Okay, und da ist das gute Stück. Hier ist eine Abdeckung für den Anschluss des Joysticks. Können wir mal reingehen. Das heißt, ich werde auch erstmal diese Folie von dem vorderen Bildschirm entfernen, damit ich da noch gut rankomme. Eine Folie. Dann setze ich hier den neuen Joystick auf. Okay, hier an der Seite befindet sich jetzt der Power-Knopf, der Power-Ein- und Aus-Knopf. Das steht auch noch mal drunter auf einem kleinen Label, Power-Button. Das ziehen wir auch mal ab. So. Ja, dann haben wir sie hier soweit von den Aufklebern befreit. Hier ist noch so eine kleine Transportsicherung direkt beim Kameramodul vorhanden jetzt. Da ziehe ich auch mal dran und dann kann ich das einfach nur, ist nur so ein Schaumstoffstück, so ein Formteil, einfach nach unten wegziehen, kommt das weg. Und hier am Gimbal selber ist noch eine Folie. Wieder mal Folien ohne Ende. Und natürlich an der schönen neuen Kamera. Am Objektiv auch noch eine Folie. So, dann haben wir sie komplett davon befreit. Sieht schon mal sehr, sehr, sehr wertig aus, sehr hochwertig. Schönes Ding. Ja, dann kann ich sie auch gleich mal aktivieren. Hier an dem neuen Power-Button. Einmal gedrückt. Und da ist sie schon. Sie fährt sofort hoch. Jetzt soll ich dann halt alles einstellen und sicherlich die App runterladen. Ich habe noch was übersehen in dem Karton. Da ist ja noch mehr drin. Und da finden Sie sich dann auch die beiden Kontakte für das jeweilige Kontrolltelefon, Smartphone. Ich nehme das fürs Apple, fürs iPhone, den Anschluss. Das andere kann ich wieder reinpacken. Und dann natürlich noch, das hatte ich vergessen eben euch zu zeigen, ist dann noch die Handschlaufe mit drin. Und natürlich wieder ein USB-C-Kabel. Davon habe ich aber mittlerweile auch so viele, dass ich das nicht benötige. Ja, ich hatte wie gesagt nur das Standard-Set bestellt mit der Osmo Pocket, mit der DJI Pocket 2 und nicht das erweiterte Set. So, die Einstellungen, ja. Okay. Ich mache es erstmal wieder aus. Muss mich daran gewöhnen, dass der Ausschalter ja jetzt hier an der Seite ist. Das ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Oh. Geht richtig schön schnell. Okay. Und dann, was ich jetzt noch auf jeden Fall machen kann, ist, dass ich schon mal welche von den Objektiven draufsetze, um das zu testen, ob das funktioniert, weil da ja die Befürchtung war, dass die nicht mehr so ganz kompatibel sind
aufgrund der neuen Bauweise des Kameramoduls. Und dann werde ich das jetzt einfach mal testen. Das Kameramodul fährt ja mit dem Objektiv nach innen ein. Also werde ich es erstmal wieder starten. Genau. Und dann versuche ich hier mal eins von meinen Filtern draufzusetzen. Das funktioniert tadellos, es passt gut. Also, das ist schon mal klasse. Das freut mich jetzt sehr. Und wenn ich die jetzt wieder ausmache, dann müsste sie, weiß ich nicht, ob sie das da mit reinnimmt in das Gehäuse. Nee. Sie geht zwar aus jetzt, aber sie merkt eigenständig, dass sie einen Filtervorsatz auf dem Objektiv, auf dem Kamerateil hat, aufgrund des Gewichts, und fährt nicht mehr in diese eigentlich dafür gedachte Startposition, zurück in die Parkposition. So, dann nehme ich das mal wieder ab. Okay, probieren wir mal ein anderes. Können ja mal das Ulanzi Anamorphic Lens ausprobieren. Das ist ja recht groß. Wenn das klappt, das wäre natürlich toll. So, das passt auch wunderbar. Gleich beim ersten Versuch hat das hingehauen. Wenn ich sie jetzt aktiviere, dann ist sie auch mit dem Ulanzi sofort am Start. Im DJI-Forum hatte jemand geschrieben, dass er das auch schon probiert hat mit der anamorphen Linse. Nur halt, dass das Seitenverhältnis, das Aspect Ratio, dass das halt anders ist aufgrund des größeren Sichtfelds jetzt. Aber ich muss dazu sagen, dass ich auch schon bei der Pocket 1 manuell in der Nachbearbeitung das halt noch anpassen musste, das Seitenverhältnis, damit das halt gut passte. Und das werde ich genauso auch mit der Pocket 2 dann machen. Ja, das hat auch gut funktioniert, wenn ich es jetzt ausmache. Muss mich da wirklich dran gewöhnen erstmal. Dann versucht sie tatsächlich, das reinzufahren, das natürlich nicht funktioniert nach innen, da jetzt diese dicke Linse da drauf ist. Also werde ich die erstmal manuell wieder entfernen. So, da muss ich noch einige Tests mitmachen. Ich werde sowieso in nächster Zeit viel mit der Pocket 2 testen und Vergleichsvideos auch rausbringen mit der Pocket 1 und auch mit der Osmo Action und vielleicht sogar mit der GoPro Hero 9 Black. Da ist also einiges an Videos, was da noch zu machen ist und was ihr euch dann anschauen könnt. Ja, ich werde euch jetzt mal ein paar Aufnahmen einblenden, die ich schon gleich mit der Pocket 2 geschossen habe draußen. Ich hoffe, das gefällt euch, das Video. Und ja, dann sehen wir uns gleich zum Schluss noch einmal.
Ja, das waren also meine ersten Testaufnahmen mit der neuen DJI Pocket 2. Ich hoffe, dass sie euch ein bisschen gefallen haben. Ja, dann bleibt mir nur euch eins zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt. Habt viel Spaß, unternehmt was Schönes und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.